Hallo, Freunde der guten Live-Musik. Heute Abend präsentiere ich Ihnen ein neues Kanal 21 Backstage an meiner Theke von der Band Kleptomania. Tom und Sascha, hi, schön, dass ihr hier seid. Hallo. Der Untertitel eures Bandnamens lautet A Tribute to Eric Clapton. Was genau fasziniert euch an gerade diesem Musiker? Ich bin mit der Musik von Eric Clapton aufgewachsen. Ich habe so mit 14, 15 angefangen, Gitarre zu spielen. Habe dafür meine Fußballkarriere sozusagen an den Nagel gehängt. Und bin schon sehr früh dann auch mit Eric Clapton oder mit der Musik von Eric Clapton in Berührung gekommen. Ich habe gelesen, manche Bandmitglieder von euch sind beeinflusst von Jon Bon Jovi, andere von Van Halen. Du bist auch irgendwie beeinflusst von Jimi Hendrix und einigen anderen Musikern. Ist es vielleicht gerade diese Mischung, die eure Band ausmacht? Sicherlich. Ich habe ja auch in der Vergangenheit eigene Songs geschrieben und auch performt. Auch mit einer meiner Bands in Würzburg noch, mit der ich dann auch den Bayerischen Akademiepreis gewonnen habe 2000. Aber ich sage mal, Bluesrock ist so meine Musik. Und dazu zählt natürlich nicht nur Eric Clapton, aber er hat mich halt sehr stark beeinflusst. Und ich habe dann immer mal mit diesem Projekt geliebäugelt und im Ende 2008 habe ich das dann auch verwirklicht. Ihr habt viele Konzerte gespielt. Gibt es irgendwelche speziellen Highlights, die ihr mitgenommen habt? Vielleicht nicht nur letztes Jahr, sondern generell von irgendeinem Erlebnis, was euch im Gedächtnis geblieben ist? Ja gut, das vergangene Jahr 2013 war natürlich schon, ich hatte wie gesagt mit der Band und teilweise auch Soloauftritte über 25 Termine. Das war so bisher in der Geschichte der Band das beste Jahr sozusagen, was Auftritte angeht. Wir haben mittlerweile auch in bekannten Clubs wie zum Beispiel Meisenfrei in Bremen gespielt, auch einige interessante Gigs im Ruhrgebiet, in Hannover, hauptsächlich in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen und sind da ganz gut rumgekommen. Also ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg und haben jetzt eine gute Mannschaft zusammen und es lässt sich auch schon wieder ganz gut an dieses Jahr. Ja, ihr sagtet gerade, 2013 war ein großartiges Jahr für euch. Was wünscht ihr euch jetzt für die Zukunft? Vielleicht angefangen beim heutigen Fernsehkonzert. Was habt ihr da so für Erwartungen? Ja, ich bin eigentlich guter Dinge, dass die Band nochmal einen Schritt nach vorne macht. Auch jetzt heute mit diesem Konzert hier bei Kanal 21, was mich besonders freut, dass das geklappt hat. Ja, und ich denke, wir werden heute schön die Bude rocken. Ja. Das hoffe ich. Ich gehe da stark von aus und freue mich auch, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Kanal 21 Backstage und ich bin gespannt, was die Band uns gleich auf der Bühne zeigt. Danke. You got me on my knees,